Oh, Wochenende ist schon wieder vorbei. Oha, wir müssen, unser Geschäft wartet. Wochenende ist vorbei. Ja, dann müssen wir jetzt wohl leider Gottes wieder das langweiligste, aber spannendste, aufregendste machen, was wir die ganze Zeit schon machen. Wir verkaufen einzelne Karten. Weil genau darum geht's hier. Mal gucken, wie es heute vorangeht. Ach Gott. Hallöchen YouTube, da sind wir auch schon wieder zurück zu einer weiteren Runde. Ja, wir machen ein Experiment, ne? Wir machen heute wieder hier ganz spannend. Guckt euch das an. Eine Woche ist es her. Wir machen heute wieder ganz spannend. Wie geht denn das hier? Ey, es gab ein Update anscheinend. Guckt euch das an. Das gab es vorher nicht, oder? Dass da eine 13 draufsteht? Ich glaube, das gab es vorher nicht. Wir machen heute wieder ganz spannend Booster Packs auf. Werden unseren Laden eröffnen und werden uns von stinkenden, langweiligen Leuten einfach belustigen lassen. Und genau wie der da. Guck mal, du kleiner Trolli, ne? Guck mal, wie du läufst. Du machst hier einen halben Moonwalk. Oh, wo bin ich denn? Ich bin im Tarnmodus. Ich bin ein Ninja. Moment, ich mach gar nichts mehr. Ich mach gar nichts mehr. Wow! Ich hab dich gesehen, du Idiot. Das ist ein Baum und kein Busch. Ja gut, dann wollen wir mal. Oh, hier, was ist denn da los? Der Laden hat er gerade erst aufgemacht. Leute, wollt ihr mich heute glücklich machen? Ist ja insane. Ihr wollt, dass es weitergeht, ne? Ich sehe das schon. Oh. Du nicht? Aber die meisten wollen das. Schreibt mal in die Kommentare. Ihr müsst ihn überstimmen. Schreibt in die Kommentare, ob es weitergehen soll oder nicht. So, warte mal. Ich bin aber ein bisschen hier, ne? Ich habe eine Woche lang nicht mehr hier diese Kasse bedient. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. So, was wir auch eine Woche lang nicht gemacht haben, was aber wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, ist Booster Packs öffnen. Boah, warte mal, wenn es ein Update gab, dann müssen wir direkt mal gucken, ob wir unser Shop-Umfang ein bisschen erweitern können. Da war eine 15-Dollar-Karte, habt das gesehen? Ich laber hier wie im Wasserfall in einer Tour. Ne? Genauso wie hier manch einer stinkt. Und hab das jetzt leider übersprungen. Wir haben schon wieder eine neue Karte gehabt. Joi! Na, wir machen ein bisschen auf, füllen die Vitrinen, dann können wir hier ein bisschen Scheiß machen. Ja gut. So, Leute, denkt dran, checkt ab. Es gibt hier in dem Experimentvideo jetzt keine Update-News mehr von unserem eigenen Card-Trading-Game. Wen das interessiert, parallel zu diesem Video kommt auch noch, wahrscheinlich in einer separaten Playliste, ein Video raus. Schöne Karte, ein Kitsune, ein Katzengeist. Oder so, ne? Kitsune waren, glaube ich, Katzengeister. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt dann parallel zu diesem Video in einer Playliste wahrscheinlich das erste Video begleitend zur Entwicklung von unserem Kartenspiel. Ich werde da nochmal alles aufwühlen. Guckt mal rein. Und lasst da auch ein Like da. Und lasst hier auf dem Kanal ein Abo da. Und lasst dem Mufflin ein Abo da. Und kommen, schreibt mal was Schönes. Das können wir machen. Schreibt mal was Schönes zu diesem Mufflin. Schreibt mal in die Kommentare das, was euch jetzt spontan... kurz angucken, weggucken, überlegen, was fällt euch spontan ein? Irgendwas Nettes. Muss nicht nett sein, aber ich meine, das kann ja auch nichts dafür, wie es gezeichnet wurde, ne? Schreibt mal was Schönes. Ich bin mal gespannt. Ich gehe auf alle Kommentare in der nächsten Folge ein. Wenn mindestens 5 Kommentare kommen zu dem Muffin. Machen wir eine weitere... Das ist die Bedingung für die nächste Folge. Kommen 5 Kommentare zu dem Muffin, dann gehe ich auf alle ein und es wird eine weitere Folge geben. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt haben wir ja auch noch einen Cliffhanger in den Kommentaren. Geht's weiter? Weil die Leute kommentieren oder nicht? Oh mein Gott! Cliffhanger direkt am Anfang geschaffen. Aber der größere Cliffhanger ist, gehen wir pleite. Weil wenn wir pleite gehen, war das jetzt alles für umsonst. Dann geht's so oder so nicht weiter. Achso, sie wollen bedient werden. Sorry. Ich habe da den Dollar hingelegt. Ich dachte, sie reihen das selber und nehmen den einfach. Stecken in ihr Portemonnaie rein und gehen. Aber dass ich ihnen noch sagen muss, hier, sie können jetzt. Es... Hören Sie! Es tut mir leid, dass Sie so beschränkt sind. Sorry, manchmal haben wir hier richtig blöde Gäste, es tut mir leid. Sie können aber mal die Dusche vertragen, sie sehen schwitzig und dreckig aus. Zum Glück stinken sie nur nicht. Danke, die Dame. So, ich wollte eigentlich Vitrine auffüllen, ne? Ach, der Dement ist Ehre.
Übrigens, danke nochmal für alle, die in die Kommentare geschrieben haben, dass sie das noch weiter gucken wollen, dass sie das Spiel toll finden. Wir hatten heute einen schönen Livestream. Da hat tatsächlich auch mal jemand hier aus der Zuschauerschaft es in den Livestream geschafft. Wir haben uns auch schön unterhalten. Wir haben uns über das Spiel unterhalten, über das eigene Card Trading Game unterhalten, Ideen wieder aufgebracht und das Spiel wird krass. Das Spiel wird krass. Okay, was machen wir? Wir machen wieder teuer zuerst, ne? Teuer first, Leute. Teuer first. Ist da jemand? Nö. Gut, dann... Wisst ihr, was weird ist? Ich spiele ja immer nur im Livestream. Und Spiele haben immer Hintergrundmusik. Die mache ich auch nie aus. Ich glaube, der Großteil von euch spielt Spiele ohne Musik, ne? Ich kenne das von einem Kumpel von mir, der... Ich sage immer, die Mucke ist ja gerade geil. Der so... Ne, weiß nicht. Ich hab Mucke aus. Ich muss erst was schmachen. Ist eventuell Sachse, falls du das siehst. Ne? Ich mache mich nicht über dich lustig. So, aber... ja, ich darf das. Ich bin auch Sachse. Ich bin auch Sachse. Ich bin ein... Ja. Na gut. Was wollte ich sagen? Genau, ich sitze hier ohne Musik. Zieht euch das rein. Ich will im Nachhinein Musik anmachen. Jedes Video, was ihr bis jetzt gehört habt, oder so ganz dubiose, kuriose Musik läuft und ihr euch wahrscheinlich schon 20 Mal gefragt habt, wo kommt denn die Musik her? Ich habe die noch nie gehabt. Ich schneide die im Videoschnitt rein. Lied für Lied. Und manchmal sogar an besonderen Passagen, wie jetzt zum Beispiel, wo die Musik richtig, richtig krass wird. Ne? Weil der erzählte Inhalt richtig dramatisch wird. Und weil hier sowieso niemand kommt und niemand das Laub hier wegfegt. Ja, fällt mir gerade ein, sind das dieselben Bäume, die... Ne, ist ja auch egal. Ne? Das suche ich raus, die Stelle. Ich werde mich jetzt schon dafür hassen, weil ich das im Kopf habe, dass ich die Stelle finden muss, dass ich die finden muss und die Musik da reinmachen muss. Aber ist egal. Und jetzt machen wir sie wieder aus. Das klappt übrigens immer mit dem Schnipsen. Pass auf, ihr wollt was Modernes? Ja? Ihr wollt was Flippiges? Wollte ich gerade sagen. Hm? Ihr wollt, dass der bedient wird? Ich mache mal kurz wieder Standard rein. So, ja gut. Und du? Eine Karte. 2000 Euro Karte, sagst du. Ich mache mir langsam gar keine Gedanken mehr über das Geschäft, kann das sein? Warte mal. Wir können Rechnung bezahlen. 200 in 4 Tagen fällig. Ich meine, wir können es jetzt machen, ne? Aber ihr kennt mich, ich bezahle natürlich hier nichts. Wir können mal nachgucken. Es gab ja anscheinend ein Update. Hat der maybe ein neues... Nee, hat er anscheinend nicht. Keine neue Lizenz reingemacht. Ich glaube, das hier lohnt sich für uns nicht. Weil wir wollen ja separat öffnen. Das ist schade. Der soll mal für die Demo-Version, ganz ehrlich, wenn ihr mir zustimmt, lasst es mich wissen. Der kann doch wenigstens noch ein Booster-Pack hier reinpatchen, oder? Wenigstens eins. Das ist unschuldig. Mann. Upsi, papam. Was darfst du bei... Oh, die sieht... Ah, ne, ist so eine 6 Dollar, ne? 9 Dollar, Mensch! Sie sind der 9 Dollar, Mensch! Kennt jemand den Durchfallmann? Ach Gott, ich bin zu alt. Durchfall. Mann! Ich stehe mir wieder in unserer verschissenen Ecke und mache Booster-Packs auf. Und warum stehe ich hier in dieser beschissenen Ecke und mache Booster-Packs auf? Ja, weil ihr das wollt. Ich kann das nicht mehr. Nee, komm. Nee. Ich kann das nicht mehr. Mann. Komm, weiter geht's. So, na gut. Ich muss Licht anmachen, ich weiß. Ja. Ein Esmir. Esmeri. Sorry. Ein Esmeri, Leute. Neu. Nagel, neu. Ich habe gehört, also das ist so eine kleine Challenge, die wir uns auch ein bisschen auferlegen können. Ich habe gehört, beziehungsweise in den Kommentaren klagend gelesen, dass es Leute gibt, die schon
2000 Spielstunden oder 1000 Spiel, ich weiß es nicht mehr so genau, in diesem Spiel haben, was sehr insane ist. Und noch keine Karte, nee, Quatsch, nicht Spielstunden, das wäre dumm. Das wäre, ich ziehe alles zurück, die schon 2000 Booster Packs geöffnet haben und dann nicht eine Karte im vierstelligen Bereich hatten, ne? Das nehmen wir uns so ein bisschen zur persönlichen Challenge. Ich möchte, ich weiß halt nicht, wie viele ich schon geöffnet habe, aber ich möchte im heutigen Video eine vierstellige Karte haben. So, vom Wert. Bedeutet, hat er eingekackt? Ach nee, ist die Schattierung. Bedeutet, ihr pausiert jetzt ganz kurz das Video. Schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir das schaffen oder nicht. Einfach nur ja, nein. Und wehe, ihr guckt bis zum Schluss und schreibt das. Dann geht's sowas von auf die Finger, ich sag's euch. Wir gucken, was wir hier haben. Und jetzt müsste es einfach direkt kommen. So, das schneide ich raus. Pass auf. So, und jetzt müsste es sofort direkt kommen. Ja, knapp! Knapp! Die paar Dollar hättest du jetzt auch noch machen können! Editiert es drüber, das ist eine gute Idee. Endlich! Da ist sie direkt gewesen! Über 1000 Dollar! Das muss ich auch noch editieren. So. Wir sind reich. Wir müssen es jetzt... Hä? Aber jetzt mal Real Talk. Nee, ich will es ja editieren. Ich sollte aufhören, darüber zu reden, dass ich es editieren will. Ich will trotzdem drüber reden. Wir vergessen, was ich jetzt gleich sagen werde. Jetzt mal Real Talk. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das sage und jetzt kommt fast die 1K? Vergesst das bitte. Ich habe das bestimmt gerade drüber editiert. Leute, tut mir das nicht an. Ich muss... Moment. Wir machen jetzt den Man in Black. Ich blitzdingsen. So, pass auf. Alles, was ihr in der letzten Minute gesehen und gehört habt, habt ihr wieder vergessen, dass das klar ist. Schönen Tag noch. Esst Lollis. Oh, ich hatte irgendwie gerade einen Blackout, oder, Leute? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Wir lassen uns davon nicht beirren. Wir machen ganz normal weiter. Warum fällt mir so viel Scheiße ein? Wir gucken, was hier drin ist. Ich meine, jetzt hat man ja schon 1K. Ich sollte die vielleicht mal aushängen. Oh, wir haben Kundschaft. Pass auf, wir machen das. Der Tag ist jetzt eh vorbei. Wir regeln das jetzt noch. Wir kümmern uns mal noch ein bisschen um den Laden. Das machen wir jetzt noch auf. Der Typ, der kann warten. Keine neue Karte. Das darf es bei Ihnen sein. Die 9-Dollar-Karte. 6. Hä? Das ist... wahrscheinlich, weil der Rahmen nicht Gold mit Pünktchen und Strich war, ne? Ist die keine 9 wert. Vorhin sage ich auch, das ist die 6-Dollar-Karte. Dann ist es eine 9-Dollar-Karte. Jetzt kommt dieselbe nochmal. Denke mir, ach, das ist wieder die 9-Dollar-Karte. Jetzt ist es die 6-Dollar-Karte. Ist ja auch nicht so wild. Ich mache niemanden Vorwürfe. Ich hasse es. Okay, da kommt sie rein. Wir merken uns die Position, da kommt sie rein. Es ist, ich wollte mir eigentlich nochmal ganz angucken, da. Es ist ein Loop mit Holo, mit goldenem Streifen, nicht Rand, mit goldenen Glitzerpünktchen im Rahmen, welcher lila zu sein scheint. Digga, das kann ja nur so teuer sein, wie ich das da unten eingeblendet habe. Und hier stimmt der Preis irgendwie nicht, ne? Egal, wer weiß. Wir machen die für 900. Ich bin ehrlich. Wir wollen die Leute auch ein bisschen glücklich machen. Kann ein echter Liebhaber und Sammler wieder für ein bisschen mehr Geld verkaufen, wenn er möchte. Aha. Dann die hier. Die hatten wir noch gar nicht. Seht ihr, es gibt aber zwischendurch neue Karten. Kommt für einen Elfer weg. Ich mache das mal jetzt schon, weil ich halt, wie gesagt, denke, dass die jetzt, wenn wir jetzt hier drauf drücken auf den nächsten Tag, dass sie das dann berechnen und die Kundensumme auslegen. Ich
bin sogar der festen Überzeugung, ich muss nochmal auf unser eigenes Spiel eingehen, dass der dieselben NPCs nutzt, die ich nutze. Und unsere sehen schick aus, keine Sorge. Und die werden am Anfang generiert. Also wenn wir jetzt den Tag starten, zack, werden die generiert. Ich glaube, dass er deswegen anhand dessen schon so eine Wunschliste macht in den NPCs. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ne? Ah, kommt da Maxim? Maxim, hierher, komm. Komm mal rein, neues Card-Trading-Game hier drin. Komm, komm mit rein, ich zeig dir das. Einfach Maxim hier. Aber wir haben ihn jetzt hergelockt und jetzt tut mir das interessiert. Ja, wir machen hier ganz normal Booster-Pack auf. Ich habe die Booster-Packs-Öffnung fertig, bevor er hier drin ist. Ah, gut. Oh. Kommen Sie rein. Moin, Maxim, der gar nicht aussieht wie Maxim von der Entfernung. Hey, ich dachte, du bist Maxim von YouTube. Kennst du YouTube? Nee? Da schüttelt er mit dem Kopf. Das ist insane. Bist du insane? Bist du insane? Auch nicht. Kannst du irgendwas, mein Freund? Da geht er, bevor er mit dem Kopf schüttelt. Ihhh, zieh die Schuhe aus! Wie sieht das denn aus? Du kommst komplett rot rein mit vollgeschissenen Hosen und voll geschwitzt? Als hättest du ein Öllaster mit einem Arsch gesprengt und dann kommst du mit solchen gelben Bumblebee-Schuhen hier rein. Yo, Digga, mutig bis zum Abwinken. 15. Fünfer. Das ist er. Wo war unsere Karte? Hier, ne? Hier ist der heilige Gral. Wir müssen... Ihr wisst, was jetzt ansteht. Ihr wisst, was jetzt ansteht. Ich ziehe meine App. Schneller als Lucky Luke. Und wir kaufen uns... Drei Stück. Drei Stück. Man merkt, dass das Geschäft läuft, ne? Von Video zu... Im ersten Video, glaube ich, haben wir immer nur eins gemacht. Im zweiten Video haben wir uns getraut, mal zwei gleichzeitig zu holen. Im dritten Video, das ist das vierte, ne? Im dritten Video haben wir auch nochmal zwei. Meine Strategie geht nicht auf. Ihr vergesst die letzte Minute, ihr wisst nicht, was ich gesagt oder getan habe. Ihr lebt ein wunderschönes Leben, guckt diesen Kanal immer noch weiter, sagt immer noch weiter schön, um diesen scheiß YouTuber hier weiterhin zu quälen, dass ihr weitere Folgen haben wollt, warum auch immer. Und ihr müsst den Kindern auch die Lollis vorher wegnehmen, wo ihr sie klaut. Schönen Tag noch. Oh, ich hatte irgendwie schon wieder so einen Blackout, Leute. Gut, wir müssen hier die Leute bedienen. Wir können ja nicht... Ey, fehlt da ein Paket? Wir können ja nicht... Das haben wir schon mal aufgemacht. Wir können ja nicht ewig rum geistern. Machen Sie mal Platz. Wo tue ich denn hier dies... Das können wir hier oben drauf eigentlich legen? Wahrscheinlich kollidiert das dann. Machen wir so. Wir machen die nächsten Pakete auf. Da kommt ein Stinker, Leute. Da kommt ein Stinker. Oh ja, Gold in Gold. Ein schönes Tetron, Leute. Ein schönes Tetron. Ist übrigens der Sohn von Megatron. Achtet mal drauf. Das ist der Sohn von Megatron. Ich habe Megatron gefragt. Das ist mein bester Kumpel. Ja, der wollte ja vorgestern eine eigene Partei gründen, um hier mal... ne? Ein bisschen aufzuräumen hier in der City, weil zu wenig Läden, zu viele Leute, zu wenig Kundschaft und der findet halt, dass die Führung nicht so ganz läuft und deswegen wollt ihr hier eine eigene Partei machen, die dafür sorgt, dass Kartenläden hier definitiv bevorzugt werden. Ist ein ganz cooler, der Megatron. Ich muss mal ganz kurz aufhören. Aus irgendeinem Grund haben wir, und noch mehr Pakete öffnen. Ich muss mal ganz kurz aufhören, wir haben aus irgendeinem Grund Kundschaft. Oh, da haben wir ja schon wieder... Ein Viertel von unserem Gekauften gerade wieder raus. Ich sollte die Leute bedienen, anstatt hier dumm rumzulabern. Nächste, bitte.
Hey, nicht, was ich hier eintipp. Wie viel kostet Ihre Karte? Ah, welcher Betrag? Nee, nee. Okay, komm, geh, geh. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich wurde gerade gestinkdingst. Alter. Ich habe so gerade das Verlangen, irgendwie nachher zu Mc's zu gehen und mir 20 Chicken Nuggets zu kaufen. Weiß auch nicht warum. Aha, aha. Ja gut. Wir machen weiter auf. Muss man ja auch mal machen. Zwischendurch. Booster Packs öffnen. Das können wir in den Videos hier nicht vernachlässigen. Stellt euch mal vor, wir würden in einem Video, worum es darum geht, Booster Packs öffnen, keine Booster Packs öffnen. Ne? Wir haben ja jetzt 3 Pakete, wir müssen ein bisschen losziehen. Wir sind alle darauf gespannt, was ist die wertvollste Karte? Da das nächste, die kommen alle mit gesenktem Kopf hier rein. Ich möchte weinen. So, ich habe mal wieder alle Kommentare gelesen, wirklich alle gelesen. Ich habe, glaube ich, auf einen nicht geantwortet, da bin ich mir nicht so sicher gewesen, was der Mensch damit meinte. Ich werde den Kommentar jetzt nicht einblenden, damit er sich eventuell nochmal dazu äußern kann. Ach, muss ich das jetzt wirklich auch noch raussuchen zum Karten? Ist ja auch egal. Und, falls da draußen jemand Bock hat, Videos zu schneiden für mich, ohne Bezahlung, ich mach weiter. Man muss es nicht ausnutzen. Da will schon wieder einer kaufen. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Moment. Ja, wir müssen es leider wieder abbrechen. Wir haben ja Kundschaft. Der will... Wow! 2,50! 1,50! Sie waren das ja letztens in der Zeitung stand mit dem Lottogewinn. Wow! Also mit so einem... Ne, also der Vierer. Der Vierer. So. Ich dachte, jetzt kommt hier wirklich... Der Millionär. Okay. Das ist doch die lustigste Folge, die wir jemals hatten. Da ich das jetzt hier in dem Video erwähnt habe, kann ich das auch im Thumbnail erwähnen. Das ist gut. Habe ich euch nicht gebaitet. Das ist die lustigste... Jetzt muss sie nicht lustig sein, aber ich habe es erwähnt, deswegen kann ich es reinschreiben. Jo. Apropos Thumbnail. Ich weiß echt nicht mehr, was ich in die Thumbnails reinmachen muss. Wieder mit Glitzer, Holo, Stern, Weltall im Hintergrund, geil. Ich weiß echt nicht mehr, was ich in den Thumbnails machen soll. Ich habe mittlerweile in den Thumbnails teilweise einfach hier das hier. Bild von der Vitrine. Ich meine, mehr gibt's ja hier auch nicht. Wir gehen gleich mal auf die Pirsch und gucken, ne? Wir gehen gleich mal auf die Pirsch. Ich brauche irgendwie Material, Thumbnail-Material. Ah, noch eins. Die würde ich mir einrahmen, wisst ihr was? Da ist noch Space. Ich glaube, wir müssen irgendwie, falls da draußen jemand ist, der einen geilen Drucker hat, solche Karten. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Karten irgendwie auszudrucken, in guter Qualität, stabil. Macht das mal, schreibt das mal in die Kommentare, dann lasse ich euch irgendwie, oder kommt in unser Discord. Ausnahmsweise heute mal ein Link im zu unserem Discord bei mir hier in der Videobeschreibung. Kommt mal da rein, Regeln akzeptieren und dann, kommentieren, ab und an. Spaß. Und dann irgendwo mich mal kontaktieren. Oder am besten in Labarababa. Wir haben da so einen Channel, der heißt wirklich Labarababa. Ich erzähl euch keinen Scheiß. Da mal schreiben, hier, ich bin der und der, ich hab Bock. Ich mach dir das. Und dann kommuniziere. Dann mache ich mal so von 4 solchen Bildern, 4 solchen Karten, die hänge ich mir einfach hier hinten auf. Das wäre da in Sahne. In Sahne. Und legt noch eine Dose Gönnerchi dann in den Karton mit rein, weil nur Strawberry, das gibt's nicht. Nur Cheesecake, das ist das Einzige, was man trinken kann. Der Rest, der ist... Ich will mich nicht darüber äußern, tut mir leid, Monte. Das ist das Einzige, was man... Ne? War natürlich nur Spaß. Lebensmittel soll man ja auch nicht verschicken.
Ich brauche ein Postfach. Ein Postfach, damit meine Zuschauer mir einfach Gönnergy zuschicken können. Geht's eigentlich noch? Licht anmachen. So, jetzt wurden ja hier so einige Karten weggekauft. Wir müssen nachrücken. Wir müssen nach. Guck mal hier. Ich liebe diese Karte. Ich will die haben. Nee, egal. So. Wir wollen nicht übertreiben. Oh, wir brauchen so ein... Oh, ich will eine Vitrine, wo nur solche Geilen drauf sind. Aber die wird wahrscheinlich überwiegend leer sein. Wir lassen das mit der Vitrine, wo nur solche Geilen drauf sind. Wie? Ja, hoppla. Den hatten wir noch nicht. Cool. 10. Und wisst ihr, was auch toll ist? Gerade auch, weil ja einige jetzt hier in den Livestream schon reingekommen sind, oder einer zumindest. Ich lerne euch ein bisschen kennen. Durch eure Kommentare, durch dem, was ihr schreibt, diese Person im Livestream. Ich lerne euch ein bisschen kennen, das ist voll toll. Ihr seid echt coole Leute. Und das mag ich. Wir bauen uns hier so eine schöne kleine Family auf. Das ist toll. Jo. Jump. Cannibal kaufen. Ja? Im Gegensatz zu meinen Kunden hier im Laden. Die haben keinen Bock auf Family. Sagte er, ganz traurig, stehend in der Ecke und schämte sich. Will noch jemand? Ach, Thumbnail, Leute, Thumbnail. Wir können ja mal hier My Food. Ich mache hier von Screenshot und sage, wir gehen pleite, Umorientierung folgt. Das passt nicht zum Titel. Ich will ja schreiben, der lustigste Livestream ever. Wenn ich, wenn da im Hintergrund FM Foodmarkt drin ist, kann der nicht lustig sein. Das macht keinen Sinn. Wir müssen, was ist denn hier lustig? Der Müll auf dem Boden ist traurig. Stopp. Ist nicht lustig. Was ist denn hier lustig? Ja, for real nix. Das Licht, was angeht, ab einer gewissen Uhrzeit, das könnte lustig sein. Er hier? The man, the walking man? Ja! Nee, ich hoffe nicht, dass ich nichts finden werde und dadurch meine Fresse reinblenden muss. Ich habe früher immer in Thumbnails meine Fresse reingemacht, aber das ist im Laufe der Zeit echt... Wisst ihr, wie lange das dauert, mein Gesicht auszuschneiden? Ich habe die Zeit nicht dafür. Ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Wenn ich das jetzt machen muss, ne? Weil das Spiel einfach mir keine Thumbnail-Potenzial hier gibt. Ich nehme einfach eine Karte und mache die auf ganz groß. Na, dann macht es aber nicht so mit extrem lustig. Ich lasse mir das einfallen. Ich mache was mit AI. Agui-Fisch. Agui-Fisch. Ich sag immer Agui-Fisch, ne? Das N existiert bei mir am Anfang nie. Das bildet sich erst im Laufe der Zeit. Oh, guck mal hier. Die Zuschauer haben ganz viel über dich in die Kommentare geschrieben, weil die wollen, dass du noch öfters kommst. Das werde ich im nächsten... Ich werde im nächsten Video die Kommentare mal vorlesen, was zu dir geschrieben wurde. Das ist doch toll. Mit Name. Ich blende das ein und das ist toll. Immer wenn ich... Hier kau... Also, können wir mal drüber reden, dass hier niemand... Nein, warte, ich will das... Ich muss nicht alles mit euch aus... Ich will sie haben! Ausdrucken, Leute, zukommen lassen. Ausdrucken. Machen. So. Ich frage da nicht, ich höflich drum. Machen. Oh Gott, du lebst nicht mehr lange. So, ich lasse das an euch aus. Wie kann das sein, dass keiner von euch kauft hier, während ich hier im Laden rumrenne? Und sobald ich meine Booster-Packs aufmachen will, kommt ihr, entscheidet euch dafür, zu kaufen. Die da hinten stinkt vor Wut wegen euch. Schämt euch doch mal. Ich will in Ruhe, also wenn ich da hinten stehe, euer Timing. Ja, gib mir deine Lappen her. Hau ab. Ich verstehe nicht, warum mich meine Kunden nicht mögen. Ich bin doch eigentlich ein netter. Also, ich muss was... Oh, ich muss Kundenakquise machen. Ich habe eine Idee.
50 Cent bei Ihnen? Weil Sie sind. Kommen Sie wieder. Zwei Karten. Natürlich. Da hätten Sie auch ein bisschen mehr Karten. Ist eine hervorragende Wahl für Ihr Deck. 50. Komm, beehren Sie uns, wenn Sie geduscht haben, bald wieder. Schön. Gut. Ich denke mal, hier passiert nichts mehr. Wir füllen mal noch nach. So. Oh, sehr traurig. Und dann gucken wir. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier haben wir noch einen Slot. Ich meine, ich könnte jetzt mal. Pass auf, bevor wir den Tag jetzt neu einleiten. Ja, eigentlich ist das blöd. Pass auf, neuer Tag und sofort anfangen, Booster Packs zu öffnen. Wir öffnen den Laden zwar, aber sofort anfangen, weil die kommen ja erst aus ihrem Loch rausgekrochen. Die stehen jetzt auf, putzen sich die Zähne, ziehen sich an. Vielleicht ziehen sie sich auch vorher an, weil sie sich selbst im Spiegel nicht sehen wollen. Ich habe gar keine Ahnung. Aber, ne, spätestens jetzt hat der Erste, die Männer kommen zuerst, die legen keinen Wert auf Aussehen, vor allem nicht die, die hier in so einen Laden reinkommen. Die sind jetzt schon unterwegs, ne? Die Frauen sind so... Oh, die sah sehr gut aus, die Karte. Die sah toll aus. Die sind jetzt aber auch schon langsam unterwegs. Okay, da kommt eine Frau im Manne eines Körpers... Nein, da kommt eine Frau, die gerne ein Mann sein möchte. Aber leider, weil die Gesellschaft es ja noch nicht so bietet, nicht das nötige Geld dafür hat, ne? Und das ja noch horrende Summen hat. Hm? Wer sich in einem anderen Körper fühlt, der muss, ganz ehrlich, der muss dann auch dementsprechend gefördert werden. Gefördert. Kann man das so sagen? Nee, weil ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja? Ich könnte kotzen. Hier kauft nie einer. Guckt, was ich gemacht habe. Ich habe sofort den Laden geöffnet und die Leute stehen Schlange an der Kasse. Ich kann nicht in Ruhe... Nee, so... Nee, so kann ich keine Boostpacks öffnen. Sondern noch mehr. Ich... Schämt euch! Nehmt! Geht! Oh, stellt euch mal vor. Ich glaube, der würde die Karte wieder zurückstecken und einfach... So. 10. 6 zurück. Hierher. Die Karte haben sie ein bisschen lieblos hingeschmissen. Aber ist jetzt ihre. Wertverlust gehört ihnen. Ich bezahle schon mal Rechnungen. Wir haben jetzt wieder gut was. Booster Packs können wir noch die nächsten 3 Streams damit bezahlen. Ich mache elektrisch. Ne? Elektrisch ist schon mal bezahlt. In 2 Tagen Miete. Wisst ihr was? Gar nicht Miete. Unserem Geschäft geht's verdammt nochmal gut. Und wisst ihr, was noch geil ist? Das! Und das! Und das! Warum liegt das da? Ist auch nicht so wichtig. Wir machen Booster Packs auf. Will ja gerade keiner was kaufen. Wir müssen mehr Booster Packs öffnen, weil dann kommen die Kunden. 8 Dollar. Shallow. Scholping. Guppy. Nanomite. Mhm. Ja. Ich habe mich übrigens dazu entschieden. Das werde ich wahrscheinlich auch nur in diesem Video erzählen. Ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt in den nächsten Videos mal erzählen. Ich habe entschieden, wenn wir die 1000 Abonnenten erreicht haben, wird auf Ansage das nächste Video ein, müssen wir mal gucken, wahrscheinlich 50 Euro Amazon-Gutschein. Oder ein 50 Euro Steam-Gutschein. Ich sag mal, ich muss das ja fest einbauen. Steam-Guthaben-Gutschein wäre geil, oder? Wir sind ja Zocker. Ihr wollt euch keine Pflegeprodukte, Sachen oder... Genau, wir sind Zocker. Ein 50 Euro Steam-Gutschein. Der wird dann einfach so ein Bild in einem Frame eingeblendet. Wer den findet und zuerst einlöst, der kann den usen. Also achte darauf. Wir brauchen 1000 Abonnenten. Und dann geht die Luzi ab. Ne? Und sowas mache ich öfters mal mit euch. Wenn ihr mich supportet, supporte ich euch zukünftig. Warum nicht? Es ist ein Geben und Nehmen. Ist nicht hier wie hier im Spiel, wo die Leute einfach nur haben wollen.
Da war eine neue Karte. Habt ihr gesehen? Ach Mensch. Ach Mensch. So. Das machen wir auch auf. Das machen wir auch auf. Wird Zeit nochmal. Nee, das sage ich jetzt nicht. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, wird Zeit nochmal für Musik wechseln. Dann wollte ich schnipsen, aber das. Nein. Die Stelle suche ich nicht raus. Nee. Da hänge ich ja hier 2 Stunden im Videoschnitt. Das ist Low-Budget-Produktion bei mir. Ne? Ich schneide meine Videos scheiße. Ihr wollt scheiß Content. Das bleibt alles. Es bleibt alles Low-Budget. Da geben wir uns gar keine Mühe. Ne? Haben sie da was an der Wand entdeckt oder? Die sieht doch vollkommen okay aus. Egal, ich kassiere sie mal ab, ne? Oh, sogar passend bezahlt. Und sie? Ach, hier der, sie ist schon wieder. Ich habe sie ja, wissen Sie noch gestern? Verwechselt hier mit Mitte. Aber kann das sein, dass sie doch reich sind? Sind sie doch der Maxim? Haben sie eine Maske an? Ich denke immer, sie sind reich, aber sie kaufen wirklich den letzten Mist hier aus dem Laden. Kann ich ja vorher nicht wissen. Tschüss. Oh, mehr ist da nicht drin. Paket leer. Wir haben heute sehr viel geöffnet. Wir haben das eine Booster, die eine Verpackung leer gemacht und haben die jetzt auch schon gekillt. Ich will jetzt aber natürlich meinen Rekord toppen. Was wird die höchste Karte sein heute in dem Video? Ich freue mich drüber. Aber um Rekorde zu toppen, muss man Rekorde toppen. Ich hasse mich für dieses Video, ne? Tja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So wird es nichts. Wer von euch ist denn jetzt eigentlich mittlerweile neidisch darüber, dass wir die 1K geknackt haben? So. Oder ich kann ja auch mal zwischendurch mal 2 neue Karten, Digga. Ich kann auch mal zwischendurch fragen, was eure teuerste Karte mittlerweile war. Ihr habt ja mittlerweile schon öfters mal in die Kommentare geschrieben, wie euer Laden aktuell steht, so vom Guthaben her. Aber was war eure bislang teuerste Karte, die ihr gezogen habt? Was? Was stimmt da? Ich muss eine davon nehmen, sagt die. Das ist richtig. Günstige Karten, was für ein... Wow, ja, hau rein. Hat die auch genommen. Ist mit dir da hinten, die ist immer noch da. Hm. Wie viele hast du? Okay. Günstige Karten, ja. Okay, du bist ein Geizhals. Du bist ein richtiger Geizhals. Hm, ich tippe schon eine 9 auf meiner Tastatur, was für mich jetzt im Nachhinein gar keinen Sinn gemacht hat. Ach, ich hab dich... Ich weiß es nicht, aber ich habe dich im letzten Thumbnail benutzt, ne? Hat richtig gut geklappt. Soll ich dich einfach noch... Soll ich dich einfach nochmal nehmen? Irgendwie so von hinten dieses Mal? Ein richtig lustiger Livestream. Der lustigste... Livestream? Das lustigste Video überhaupt. Hier einfach so... einfach sein Gesicht in groß dieses Mal. Moment. Oh, schade, dass man sich nicht ducken kann. So? Warte mal. So? In ihm... Das kann ich nicht machen. Am Ende kriege ich noch Strikes auf YouTube. Ich könnte ranzoomen. Ich kann den nicht nochmal als Thumbnail nehmen. Es wäre lustig, gib's zu, mein Freund. 4,50 Euro Karte. Ich hab mich nicht für umsonst über dich lustig gemacht. Was hast du? Was? Ach so, du willst... Ach nee, das ist eine 20. Ich bin blöd. Sorry, du darfst dich jetzt auch einmal lustig über mich machen. Das tut mir jetzt aber leid. Wie kommen wir denn jetzt hier aus dem Schlamassel raus? Verschenken. Nee, warte mal. Irgendwie verschenke ich jetzt schon Geld. Wechselgeld. Was passiert hier? Echt?
weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal. Nee, ich verschenke ja gar nichts. Warum steht da verschenken? Das sehe ich zum ersten Mal. Ich verschenke doch kein Geld. Ich hab das noch nie gesehen, dass da verschenken steht, Leute, ne? Das ist ja insane schlecht. Wir verschenken Geld. Da fühle ich mich sowas von kacke gerade, dass ich Geld verschenke. Nee, echt verschenken. Das ist mir noch nie aufgefallen. Oh mein Gott. Cool. Da hat jemand Mut gehabt beim Programmieren. Ja. Okay. 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 So. Ich bring das jetzt mal ganz kurz hier noch im Video ein, ne, für die bisher geguckt haben. Falls ihr gerne mal Handyspiele zwischendurch spielt, checkt mal bitte mein Ant Legion Video ab. Nur wenn ihr gerne Handyspiele spielt. Wenn ihr das dann abgecheckt habt, könnt ihr frei entscheiden. Mehr sage ich nicht dazu. Nein, was nicht. So. Wie lange machen wir denn noch? Den Tag noch oder machen wir noch einen Tag? Machen wir den noch oder machen wir noch einen Tag? Ich würde sagen, das ist jetzt der letzte Tag. Mal wieder. Wir haben ja viel erlebt gemeinsam. Oder machen wir noch einen? Ich gucke auf die Uhr. Ich weiß, dass der Schnitt kompliziert wird. Ich glaube, das wird... Wir haben noch keinen Cliffhanger. Aber den brauchen wir auch nicht. Das war schon die lustigste Folge, die wir jemals hatten. Okay. Und jetzt auf Ansage. Toppen wir mit dem nächsten Booster Pack. Ne? Toppen wir unseren Rekord. Ich gucke auch gar nicht hin, ich werde einfach nur Bim hören und dann ich gucke da jetzt nicht hin, Moment. Mit dem nächsten meinte ich natürlich, also ich hatte das ja schon da, mit dem nächsten meinte ich das, sorry, ich habe mich vertan, Moment. Ja! 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 Neuer Rekord. Ja! Laune, mein Freund. Gib mir dein Geld. Nimm dein Euro. Hier kriegst du noch Cent dazu. Kleingeld im Portemonnaie macht sich scheiße. Ich mache jetzt noch eins auf. Der gibt mir doch deine 8 Dollar. Ich habe von anderen Kartenläden gehört, dass die so gut laufen. Die verdienen so viel Geld. Man sagte mir, hey, mach einen Kartenladen auf, nur mit Vitrinen. Das ist der absolute Shit, das gibt's noch nicht, hat er mir gesagt. Das gibt es noch nicht, sowas. Ich weiß jetzt auch warum. Den Kontakt habe ich abgebrochen. Ne? Vor 15 Tagen. 14 Tagen. Vor 15 Tagen wusste ich noch nicht, wie es sich entwickeln wird. Freundschaften kommen und gehen, sag ich immer, ne? Man kennt's. Gut. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich nehme jetzt hier dieses Booster Pack. Ich drücke R. Ich reiße es auf. Ihr seht die erste Karte und verabschiede mich von euch. Ne? Es war wieder ein wunderschönes Video. Kommentiert fleißig, lasst ein Abo da.
Und wir gucken dann im nächsten. Ich mach das. Die Aufnahme wird jetzt länger laufen. Die Aufnahme wird länger laufen. Und je nachdem, komme was hier, egal, komme was wolle, egal was da jetzt drin sein wird, ich werde es, falls wir ein neues Video haben werden, denkt dran, 5 Kommentare über dieses, über diese eine Karte schreiben. Wenn die 5 Kommentare kommen, wird ein neues Video kommen und dann zeige ich, was dann da noch weiter drin vorkam. Tschüss Leute, hab euch alle lieb, hab euch alle lieb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht.